Hallo und Servus YouTube, herzlich willkommen heute zu einem etwas anderen Video. Und zwar möchte ich mich allererstmals hier bei euch allen für die ganzen Glückwünsche bedanken. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte am 2.2. Geburtstag, bin 20 Jahre alt geworden und das wird heute, Freitag, dem 5.2. ausgiebig gefeiert. Ja, ob ihr davon ein paar Eindrücke bekommt, werde ich mir noch überlegen. Vielleicht bekommt ihr ein paar Bilder. Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Glückwünsche auf Facebook, auf YouTube, per Kommentar, per private Nachricht. Vielen Dank dafür. Ich mache dieses Video, um euch wieder um etwas aufmerksam zu machen. So. Ja, und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, habt ihr eher nicht mitbekommen, denn bis jetzt ist jeden Tag eine Folge Fallout und LS15 Südthüringen erschienen. Ich bin zurzeit krankgeschrieben. Der Grund, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, liegt an meinen Augen. Ich habe trotzdem 100% Sehstärke, es geht darum, dass meine Augen brennen, zu trocken sind und das schon seit Wochen, Monaten. Das Problem ist vermehrt da aufgetreten, seitdem ich meine Ausbildung angefangen habe, wo ich doch sagen muss, ich sitze die Hälfte ungefähr am Tag vom PC, vom Bildschirm und naja, ich sag mal, optimalerweise bräuchte man halt bessere Arbeitsbedingungen. Dann wüsste, dass ich zu Hause relativ lange noch vorm PC sitze, meine Videos mache, private Sachen mache. Also da kommt eine enorme Zeit vom Bildschirm zusammen pro Tag. Und ich habe das jetzt immer so gemeistert und hatte halt wirklich die letzten Wochen, Monate schon heftigst Probleme. In der Früh, dass mir die Augen total brennen, fühlt sich an wie Sandpapier. Hab mal normale Tropfen, die man so im Einzelhandel kriegt, gekauft, aber die haben da nichts gebracht. Jetzt war es Dienstag so schlimm, Mittwoch. Dienstag hatte ich ja Geburtstag, da war es auch schon abends relativ schlimm, als ich im Restaurant gesessen bin. Da war ich essen mit meinen Eltern, meiner Oma. Da war es dann echt so heftig, dass ich dachte, das liegt an der Luftfeuchtigkeit. Ich kenne das brutalst und jetzt vor allem am Mittwoch musste ich mich krankschreiben lassen. Heute auch noch, weil es einfach so krass war. Ich konnte nicht vom Bildschirm hocken. Ich habe, wie gesagt, die letzten zwei Tage so gut wie nicht mal 20 Minuten vom Bildschirm verbracht. Höchstens mal ganz kurz, als ich mir ein paar Lieder aufs Handy gezogen habe oder auf dem MP3-Player und das war's dann. Ansonsten war ich relativ viel draußen in der Luft, bin heute das erste Mal dieses Jahr wieder meine 20 Kilometer Radtour gefahren. Ja, musste ich ganz schön schnaufen, aber es war von der Luft her einfach echt gut. Es war echt, man fühlt sich danach voll befreit, das ist echt genial, dieses Gefühl. Und es hat auf jeden Fall was gebracht. Ich habe die letzten zwei Tage sehr viel draußen verbracht. Frische Luft, das ist das Beste für die Augen. Hab 8-mal am Tag mir die scheiß Augentropfen, die ich verschrieben bekommen habe, reingehauen. Die zwar dann echt hilfreich waren, weil sie geholfen haben. Abends darf ich jetzt so eine tolle Salbe einschmieren. Das ist halt der Grund, warum auch dieses Wochenende keine Videos kommen werden und keine produziert werden. Das heißt, es wird nächste Woche wahrscheinlich, ich möchte nicht behaupten, die ganze nächste Woche keine Videos kommen, aber es werden sicherlich einige Tage in dieser nächsten Woche keine Videos kommen. Wie ich es genau mache, wann ich mal wieder was produziere, ist, ich muss auf jeden Fall meinen täglichen Konsum am Bildschirm reduzieren und das drastisch. Dann schauen, dass ich mit diesen Tropfen ein, zwei Wochen jetzt zurechtkomme, dass einfach die Augen, wo die Hornhaut, wie gesagt, mir wurde erklärt vom Augenarzt, dass die Hornhaut quasi bei mir vollkommen abgetrocknet ist oder halt einfach trocken ist und das halt dann so schmerzt. Außerdem hatte ich dann heute noch einen Fremdkörper drin, auch toll. So ein kleines Metallteil, ganz kleines Pünktchen. Habe ich nicht mal bemerkt, wahrscheinlich weil ich gestern 8-mal am Tag die scheiß Augentropfen genommen habe. Ja, aber deshalb der Grund, warum jetzt keine Videos kommen. Ist natürlich doof jetzt direkt nach meinem Geburtstag. Wie gesagt, draußen geht's, draußen lässt sich's ganz gut aushalten, aber sobald ich in irgendwo in ein Geschäft reingehe mit der Luft oder in meinem Zimmer geht's, da habe ich seit zwei Tagen die Heizung aus. Friere halt in der Nacht dementsprechend mit zwei Decken, aber es ist besser, weil wenn ich die Heizung anhab, wird die Luft wieder so trocken und das brennt in den Augen wieder extremst und so geht's jetzt gerade noch zum Aushalten. Aber wenn ich, sag mal, länger als 15 Minuten in einem Geschäft bin oder eigentlich merke ich es nach einer Minute schon, dann brennen mir die Augen. Das ist nicht mehr normal und es ist einfach total unangenehm. Und so könnte ich auch nicht vom Monitor arbeiten oder auch hier keine Videos machen, könnt ihr vergessen. Deswegen kommen jetzt hier die Tage keine Videos. Wie gesagt, ich habe gesagt, vielleicht werde ich ein paar Bilder machen und die dann euch morgen oder übermorgen auf Facebook dann zeigen von der Party. Gut, es werden nicht viele Leute kommen, das ist das Problem, weil einige abgesagt haben.
Es ist natürlich am Faschingswochenende immer scheiße. Allerdings wollte ich es halt gleich in der Woche drauf machen. Und da beide Kumpels, beziehungsweise drei sogar Altenpfleger sind, ist das natürlich extrem scheiße, weil die immer Schichten haben. Bei mir Montag bis Freitags Arbeit ist das nicht ganz so tragisch. Da kann man am Wochenende meistens immer was machen. Naja, geht nicht anders. Trotzdem wünsche ich euch in den nächsten Tagen noch viel Spaß mit den anderen Videos, die noch kommen werden. Ich glaube, Vorlag kommt bis Montag oder bis morgen zumindest. Und LS müsste jetzt auch heute oder morgen zu Ende sein. Nochmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich habe bekommen, könnte ich vielleicht noch sagen, ich habe bekommen, naja gut, schönes Kapitalstartgeld für das Auto, sagen wir es mal so. 300 Euro von fast allen zusammen. Für meinen Vater ein Fuffi Tankgutschein, ja, kann man immer brauchen. Und was ganz Schönes, eine tolle Uhr von Fossil. Ich muss sagen, Uhr habe ich mir eigentlich schon eine richtige, schon länger gewünscht. Und das ist jetzt echt, wie gesagt, die habe ich mir dann selbst doch ausgesucht. Die Originale habe ich umgetauscht, weil die hat mir nicht ganz so toll gefallen. Aber der Gedanke zählt und die Uhr ist echt der Wahnsinn. Also echt geil. Ich werde vielleicht auch mal ein Bild davon machen. Ich muss sagen, liegt noch nicht ganz perfekt, aber es ist schönes, breites Lederband. Mit einer silbernen oder verchromten Uhr, sage ich mal, sieht extrem geil aus. Und gefällt mir super. Eine Uhr wollte ich schon echt schon lange mal haben, eine richtig schöne. Hat mich sehr gefreut. Ja, wie gesagt, Startgeld fürs Auto. Da werde ich wahrscheinlich noch ein halbes Jahr sparen müssen, bis das soweit ist, dass ich mir das leisten kann. Wenn ja, naja, wenn natürlich Bilder davon kommen, Spritztür und so weiter. Ja, das wollte ich euch unbedingt mal erzählen, das wollte ich noch loswerden. Und ansonsten werde ich heute bestimmt eine schöne Party haben. Gibt's schön zu essen, viel zu trinken, schön eingekauft für 80 Euro, kann man keinem erzählen. Ja, was es geben wird und so weiter, seht ihr dann bestimmt in ein paar Videos, vielleicht auch mal wirklich Aufnahmen, nicht nur Bilder. Mal schauen, wie jugendfrei es wird, aber gut. Ja, Freunde, macht's gut, das war's von mir. Ich hoffe, ihr kennt euch jetzt ein bisschen besser aus und jetzt hier zur Stellungnahme von mir, weswegen jetzt keine Videos kommen in den nächsten Tagen. Trotzdem wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, ciao, euer Mare vom Wolfsrudel. Servus.